Erstmal auf jeden Fall guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe einige wenige Exemplare meines Vortrages mitgebracht. Also wer ganz scharf drauf ist, der kann ihn dann nachher bekommen. Sie haben aber auch auf dem Blatt, was Rainer freundlicherweise verteilt hat, haben Sie unten Literaturangaben, also die ausführliche Fassung, wo ich auch genauen Belege mit einbringe und wo ich in einem längeren Anhang dann sage, auf welche Literatur ich mich immer stütze, können Sie selbst nachlesen. Ich habe das in drei Exemplaren oder zwei gebunden mit, aber Sie können sich das ohne weiteres, wie man das heute ja macht, aus dem Netz herunterladen. Meine Damen und Herren, Schatten der Vergangenheit, Nazizeit, Holocaust und Nahostkonflikt ist ein unglaublich breites Thema. Und Sie haben vielleicht gehört, dass Avraham Burgs Studie Hitler besiegen, warum sich Israel endlich vom Holocaust lösen muss, jetzt auf Deutsch erschienen ist. Eine Studie, die 2007 zuerst in Israel veröffentlicht wurde und dort natürlich sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Also das ist nicht mein Thema heute, was der Holocaust heute für die Identität der Israelis bedeutet, vor allem der jüdischen Israelis natürlich, und wie er möglicherweise mit dem heutigen Nahostkonflikt zusammenhängt. Das ist nicht mein Thema. Trotzdem möchte ich dazu was sagen, am Anfang recht kurz, und zwar deshalb, weil meine Frau und ich gestern eher zufällig einen Film gesehen haben, Der Klang der Worte, ein wunderschöner Dokumentationsfilm über deutschsprachige Juden, das sind alles ältere Damen und Herren, so in den 70er, 80er Jahren, die eine kleine Dichtervereinigung gegründet haben, die nennt sich Lyris, Lyrik aus Israel, und die schreiben Gedichte in deutscher Sprache, Gedichte. Es gibt einen Verband deutschsprachiger Schriftsteller in Israel, dem gehören sie an. Und dazu gibt es übrigens auch ein Buch. Und aus diesem Buch, das heißt auch Lyris, möchte ich nur ein Gedicht vorlesen, das ein bisschen zu diesem Thema passt, Holocaust und Israel heute, was bedeutet er für die Überlebenden in Israel. Und ich weiß, es ist ein Gedicht von Eva Aviona, die ist 1921 als Eva Boyko in Wien geboren. Das ist auch ein Grund, warum ich Ihnen gerade dieses Gedicht vorlese. Die ist dann 1936 mit ihren Eltern nach Palästina emigriert. Und dieses Gedicht heißt, was ich lernen sollte. Über die erfrorene Wespe am Fensterbrett denke ich nach, die ich zwischen zwei Finger nahm, Kinderfinger, und neben den Milchkaffee legte. Wie sie sich regte, ihre Beinchen, ihre Fühler auftauten, bis sie mich stach. Und meine Mutter sagte, das soll dir eine Lehre sein. Und nun denke ich nach schon an die 70 Jahre, was sollte ich lernen? War es, dass man weder edel noch hilfreich sein solle? Oder auch, dass Misstrauen zu allem und jedem erstes Gebot sei? Dass alle Mitgeschöpfe auf Erden mich verfolgen, mir feindlich gesinnt sind und es daher sicherer ist, gefühllos durchs Leben zu gehen, hart und gepanzert? Sollte ich es mir eine Lehre sein lassen, dass auf keinen Verlass ist, nicht auf Mutter noch Kind, nicht auf Mensch noch Tier, dass kein Gott gütig und fürsorglich seine Hand über mich legt, sondern Stachel und Spott das Vertrauen belohnen, das in der Seele der Kinder erwacht und wieder erfriert. Ich lege Ihnen, ich hoffe, das Buch gibt es noch, ich bin ziemlich sicher, ich lege Ihnen das sehr ans Herz. Wunderschöne Gedichte von nicht nur Jeckes. Ich habe gelernt, dass die österreichischen Juden gar nicht zu den Jeckes gehören, das sind also die Deutschen, aber es sind auch deutsche Juden dabei, österreichische Juden, aber auch Juden aus Tschernowitz, die alle durch den Holocaust und durch den Antisemitismus nach Palästina bzw. dann nach Israel verschlagen wurden. So, jetzt komme ich zu dem Thema des heutigen Abends. Das ist mehr ein historisch-politisches, denn es geht um die Frage, welche politischen und ethischen Konsequenzen ergeben sich für Deutschland und Österreich aus der Geschichte, aus der Nazizeit, dem Holocaust und wie die möglicherweise mit dem Nahostkonflikt zusammenhängen. Darüber gibt es die verschiedensten Vorstellungen. Das werde ich am Anfang andeuten und dann werde ich ausführen, wie sich das aus meiner Sicht in einer Auseinandersetzung mit der historischen Wissenschaft in erster Linie darstellt.
Es gibt kaum einen anderen nationalen Territorialkonflikt, in dem die Bezugnahme auf Geschichte eine so große Rolle spielt wie im Falle des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. Man könnte sogar sagen, das ist ein Weltsymptomkonflikt. Das führe ich jetzt nicht auf, aber wenn Sie es interessiert, sage ich gerne später noch was dazu. Das hat gewiss mit der außergewöhnlichen historischen Bedeutung der Region und mit geostrategischen Überlegungen in der Weltpolitik seit dem 19. Jahrhundert zu tun. Aber es liegt vor allem an der großen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, am Holocaust und am Zweiten Weltkrieg. In Israel gehören Nazizeit und Shoah, wie auf der palästinensischen Seite die Niederlage und die Flucht bzw. die Vertreibung von 1948-49, zu einem kollektiven Bewusstsein, das über Generationen weiter vermittelt wird. Die extreme Radikalität der Endlösung wirkt auch bei den Überlebenden, ihren Kindern und Enkeln nach. Auf der arabischen Seite ist andererseits die Einschätzung weit verbreitet, die Palästinenser seien Folgeopfer des nationalsozialistischen Rassenwahns geworden. Der Westen habe mit der Teilung Palästinas und der israelischen Staatsgründung sein schlechtes Gewissen gegenüber den Juden zu Ungunsten der Araber entlastet. Auch wenn man die Leidenserfahrungen der Palästinenser nicht mit dem Holocaust gleichsetzen kann, so sind im Nahostkonflikt doch beide Seiten, Juden und Araber, traumatisiert. Durch ihre jeweilige Geschichte und durch ihren Konflikt, wobei sich mit zunehmendem zeitlichem Abstand Inszenierungen in die Tradierung der Traumata mischen. So ist der Holocaust im aktuellen Nahostkonflikt auch zu einer Art Kulisse geworden, die hin und her geschoben wird. Nicht nur die iranische Führung, die Medien und große Teile der politischen Öffentlichkeit, die Intellektuellen eingeschlossen, im arabischen bzw. islamischen Raum leugnen oder verharmlosen den nationalsozialistischen Massenmord an den Juden. Gleichzeitig ist ständig die Rede von einem zionistischen Holocaust gegenüber den Arabern. Auf der anderen Seite vergleichen nationalistische Israelis die Räumung von Siedlungen mit dem Holocaust oder stecken den bald darauf ermordeten israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin auf Plakaten in eine SS-Uniform. Ägyptische Antisemiten machen dasselbe mit Shimon Peres. In der deutschsprachigen Diskussion wirken andere Entstellungen. Zwar spielt die Leugnung des Holocaust kaum noch eine Rolle, aber an den radikalen Rändern überleben zum Teil offene antisemitische Tendenzen und die Abwehrhaltung der Bevölkerung gegenüber der Thematisierung der NS-Verbrechen ist immer noch weit verbreitet. Sekundär antisemitische Auffassungen und Israel-Kritik, die das Land auf eine Stufe mit den Untaten des Naziregimes stellt, stimmten bei Umfragen in Deutschland im Zeitraum von 2003 bis 2008 zwischen 73 und 51% der Bevölkerung zu. Also das sind Leute, die sagen, was die Israelis mit den Palästinensern machen, das ist auch nichts anderes als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. 50 bis 70%, noch in unserer Zeit. Dem stehen Tendenzen philosemitischer Idealisierung gegenüber, zum Beispiel bei der kleinen linken Gruppierung der Antideutschen. Ich weiß nicht, ob es die in Österreich gibt, die müssten dann Anti-Österreicher heißen, also bei uns heißen sie Antideutschen, für die Israel das Gegensymbol zu Auschwitz bildet und die Araber den Part der Nazis übernehmen. Sekundärantisemitismus, NS-vergleichende Israel-Kritik und fragwürdiger Philosemitismus finden sich natürlich auch in Österreich. Hinzu kommt, dass hier das normative Verbot eines offenen Antisemitismus nicht im gleichen Maße internalisiert worden ist wie in Deutschland und man in Österreich auch unter den politischen Eliten mit mehr, das sage ich jetzt in Anführungszeichen, Unbefangenheit agiert. Den soeben skizzierten Positionen und Fehldeutungen möchte ich eine differenzierte Analyse entgegensetzen. Ich prüfe einmal, inwieweit die Gründung des Staates Israel denn tatsächlich mit der NS-Zeit und dem Holocaust zusammenhängt. Zum Zweiten prüfe ich die Bedeutung der arabischen Kollaboration mit Hitler-Deutschland und des arabischen bzw. islamisierten Antisemitismus. Abschließend setze ich NS-Zeit und Holocaust in Beziehung zu anderen
älteren Ursachen des Nahostkonflikts. Damit komme ich zu meinem ersten Hauptteil, die Auswirkungen der Nazizeit und des Holocaust auf den Nahostkonflikt und die Gründung des Staates Israel. Die These, die es hier zu prüfen gilt, lautet: Über den Auswanderungsdruck auf die deutschen und dann auch die österreichischen Juden in den 30er Jahren und durch den Holocaust, die Notlage der Überlebenden, die Verzweiflung und Entschlossenheit der Zionisten und das westliche oder das Weltgewissen, habe der Nationalsozialismus indirekt in entscheidendem Maße zur Zuspitzung des Nahostkonflikts zwischen Juden und palästinensischen Arabern und zur Staatsgründung Israels beigetragen. Wenn dem so wäre, dann ergäbe sich daraus für Deutschland und für Österreich keineswegs eine moralische Entlastung, das ist ein verbreitetes Missverständnis, sondern sogar eine erweiterte historische Verantwortung. Diese These, die ich hier zu prüfen habe, ist keineswegs abwegig. Sie wird in der internationalen Forschung seriös diskutiert. So heißt es etwa bei dem großen deutschstämmigen amerikanischen Historiker Fritz Stern in seinem wunderbaren Buch »Fünf Deutschland und ein Leben« und ich zitiere: Der Holocaust hatte den zionistischen Anspruch auf einen jüdischen Staat, auf Israel, moralisch unausweichlich und zu einer physischen Notwendigkeit gemacht. Aber die Palästinenser, die 1948 ihre Heimat verloren, waren ebenfalls seine indirekten, nicht genügend anerkannten Opfer. Das ist die These. Jetzt die Prüfung. Erster Punkt: Einwanderung in den 30er und 40er Jahren. In der Tat, die fünfte Aliyah zwischen 1932 und 38, ich schaue jetzt nur auf diesen Zeitraum, sie geht noch bis 48, die fünfte Aliyah zwischen 32 und 38 galt den Zeitgenossen in Palästina, den jüdischen Zeitgenossen in Palästina, als deutsche Einwanderungswelle. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung erhöhte sich von rund 18% 1932, 18% der in Palästina lebenden 1932 waren Juden. Dieser Anteil erhöhte sich auf etwa 30% bis 1939. Und beiden Seiten, sowohl den Juden wie den Arabern, war die Bedeutung dieser Veränderung bewusst. Aber es war keine Aliyah der Jekes, der deutschen Juden. Zwar war der Anteil der deutschstämmigen Juden an der Einwanderung, der vorher bei 2,5%, also in der Weimarer Zeit, Anteil der deutschsprachigen oder deutschen Juden, die nach ausgewandert sind, 2,5% der Einwanderung. Dieser Anteil stieg 1933 sprunghaft von 2,5 auf 25%. Aber auch in den 30er Jahren kam die große Mehrzahl der Immigranten, nämlich 75%, nicht aus Deutschland oder Österreich, sondern aus Polen und aus anderen osteuropäischen Ländern, also aus Staaten, die noch nicht zum Herrschaftsbereich der Nazis gehörten. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen von den Juden, die Verfolgung und KZ überlebt hatten und von den Amerikanern in Lagern für die sogenannten Displaced Persons gesammelt wurden, etwa ein Drittel in die USA und etwa zwei Drittel nach Palästina. Unter diesen Einwanderern in der Nachkriegszeit, in den ersten Nachkriegsjahren, waren aber auch abertausende polnische Juden, die 1941 vor dem Mordapparat der SS nach Zentralasien geflohen waren oder aus dem sowjetischen Gulag entlassen wurden. Sie fanden in ihrer alten Heimat in Polen äußerst unwirtliche Verhältnisse vor. Familien waren nicht mehr auffindbar. Häuser und Wohnungen wurden von anderen Besitzern in Anspruch genommen. Ja, Leib und Leben waren aufgrund antisemitischer Vorfälle bis hin zu Pogromen in Gefahr. Auch andere europäische Juden sahen sich genötigt, ihre Heimat zu verlassen. So führte zum Beispiel in Rumänien die zwangsweise Einführung des kommunistischen Systems 1947 ebenfalls zu einer großen neuen Flüchtlingswelle. In der israelischen Holocaust-Forschung wird deshalb kontrovers diskutiert, inwieweit man die bis 1948 ja noch illegale Einwanderung in diesen Jahren überhaupt noch den Folgen des Holocaust zurechnen kann. Unumstritten ist dagegen, dass Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden die Entschlossenheit des Yishuv,
also der Juden in Palästina, ebenso wie der Überlebenden, die jetzt hinzukamen, einen eigenen Staat zu gründen und ihn mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen, ganz entscheidend befördert hat. The Holocaust was to propel the movement, also den Zionismus, almost instantly into statehood, schreibt der israelische Historiker Benny Morris. Also durch den Holocaust war es klar, jetzt muss ein Staat her. Aber für das Projekt eines jüdischen Staates ergab sich aus den Massenmorden eine grausame Paradoxie. Was würde denn eine solche Zufluchtsstätte nützen, wenn es niemanden gab, der noch Zuflucht suchen konnte? Man kann also durchaus die Gegenthese vertreten, der zufolge der Holocaust die Bildung einer dauerhaften jüdischen Heimstätte in Palästina eher behindert als gefördert hat. Israel sei nicht wegen, sondern trotz des Holocaust entstanden. There were almost not enough Jews left to fight for a state. Es gab fast nicht mehr genug Juden, die noch für einen Staat hätten kämpfen können, schreibt Yehuda Bauer, einer der bedeutendsten israelischen Holocaust-Forscher. So hatte die Shoah ambivalente Auswirkungen auf den Zionismus. Auf der einen Seite wurde er gestärkt. Seine politischen Gegner in der jüdischen Nationalbewegung, insbesondere die Bundisten in Russland und in Osteuropa, die eine soziale und politische Emanzipation in Europa anstrebten und die den Zionisten teilweise Spinnefeind waren, die Bundisten waren geschlagen. Viele von ihnen waren von den Nazis, einige auch von den Kommunisten ermordet worden. Und ihre Strategie war angesichts der mörderischen Verhältnisse, auch der mörderischen Nachkriegsverhältnisse, gerade in Polen, nicht mehr tragfähig. Und die Mehrheit der Juden, nicht nur, aber vor allem in den USA, die ja ursprünglich keine Zionisten waren, das ist ein großes Missverständnis, die Mehrheit der Juden in den 20er Jahren bis hinein in die 30er Jahre waren keine Zionisten. Aber die Mehrheit der Juden, vor allem in den USA, die ursprünglich keine Zionisten waren, entschied sich wegen des Holocaust, den Zionismus ideell, politisch und materiell nachdrücklich zu unterstützen, wenn sie schon nicht selbst zu Zionisten wurden. Auf der anderen Seite war der Zionismus durch den Massenmord an den osteuropäischen Juden seiner Hauptstütze extrem geschwächt worden. In diesem Zusammenhang will ich auch schon erwähnen, dass die bei weitem umfangreichste Einwanderung von Juden aus Europa und dann auch aus arabischen Ländern, ja aus aller Welt, in den ersten Jahren nach der Staatsgründung erfolgte. Und zwar wieder aus einer Reihe von Gründen, unter denen die Nazizeit und der Holocaust nur einer von mehreren waren. Erst durch diese Einwanderung hat Israel die für seine weitere Entwicklung und Existenzsicherung erforderliche demografische Basis gewinnen können. Ich kann Ihnen mal eine Zahl nennen. 1951 lebten 12% aller Juden weltweit in Israel. 1951, 12% aller Juden. 2005 waren es 41%. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das ist die eigentliche Masseneinwanderung nach Israel erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgt ist, ab 50er Jahren. Damit komme ich zum internationalen Entscheidungsprozess und der Rolle der Großmächte. Ich fange mit den Vereinten Nationen an. Sie wissen, welche Bedeutung die Teilungsresolution der Vereinten Nationen 1947 hatte. Inwieweit dieses Votum zugunsten einer Teilung vom Holocaust beeinflusst wurde, ist ebenfalls bis heute kontrovers. Man kann sagen, na gut, es gab noch eine erhebliche kulturelle Distanz des Westens zu den Arabern. Damals waren die Vereinten Nationen noch stark westlich geprägt. Das hat sich ja dann in den 60er Jahren erheblich geändert. Da gab es eine stärkere kulturelle Distanz zum Islam und zu den Arabern, sicher stärker als zum Judentum. Wichtiger erscheint mir jedoch, dass die Wünsche der jüdischen Überlebenden in Europa oder auch die notorische Exodus-Affäre, ich habe das kurz notiert auf dem Blatt, was das war, die Exodus-Affäre, die haben bei der UNO-Kommission, die dieses Votum vorbereiten sollte, einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Also die Leute dieses Ausschusses sind in die Lager gefahren für die Displaced Persons in Deutschland, in Österreich und haben mit jüdischen Überlebenden gesprochen. Ja, und die viele von denen, fast die Mehrheit, hat gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall nach Palästina. Und dann diese Exodus-Affäre, ein mit jüdischen Flüchtlingen vollbeladenes Schiff, wird von den Engländern abgefangen. Ja, und wohin ausgerechnet wieder zurückgebracht?
ausgerechnet nach Deutschland. Das war international ein Skandal. Das hat natürlich auch Einfluss auf diese Entscheidungsprozesse in der UNO genommen. Nach meiner Einschätzung haben der Holocaust und die Bedürfnisse der Überlebenden bei der Entscheidung einer Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung zweifellos eine Rolle gespielt. Aber es sind auch eine Reihe anderer Faktoren in Rechnung zu stellen. Es gab auch Versuche politischen und wirtschaftlichen Drucks von westlicher Seite, das soll man nicht unerwähnt lassen, möglicherweise sogar bis hin zur Bestechung von ein oder zwei Leuten, die damit abgestimmt haben. Aber es gab auch selbstschädigendes Verhalten auf der arabischen Seite. Die haben einfach nicht begriffen, worum es ging. Die haben gedacht, die haben das Votum in der Tasche, ja, und haben die Kommission zum Teil boykottiert und so weiter. Brauche ich nicht im Detail aufzuführen. Und was ganz wichtig ist, der Vorschlag einer Teilung Palästinas angesichts der unvereinbaren Interessengegensätze zwischen den Konfliktparteien hatte auch eine gewisse Plausibilität für sich. Was sollte man denn machen? Vielleicht war es naiv zu hoffen, dass man damit die gewaltsame Eskalation würde eindämmen können. Ja, aber es war auch nicht völlig unmöglich. Zu den Großmächten. Großbritannien. Was Großbritannien angeht, so ist zunächst festzuhalten, das Vereinigte Königreich mit der Balfour-Erklärung, ist auch erläutert auf dem Blatt von 1917, den Grundstein für den jüdischen Staat gelegt und bis 1939 die zionistische Seite in allen wichtigen Kontroversen im Mandatsgebiet unterstützt hat. Die Unterdrückung des palästinensischen Aufstands von 1936 bis 1939 war dabei von besonderer Bedeutung. Aber je näher die Gefahr eines großen Staatenkrieges gegen das nationalsozialistische Deutschland rückte, desto mehr bemühte sich das Vereinigte Königreich, die Interessen der arabischen Seite zu berücksichtigen. 1939 verfügte Großbritannien strenge Begrenzungen für Landkauf und Einwanderung und nach dem Ende des Krieges stellte es sich strikt gegen weitere jüdische Immigration in das Mandatsgebiet und versuchte, dieses Verbot diplomatisch und militärisch durchzusetzen, siehe Exodus-Affäre. Aber Großbritannien war zu schwach, um sein altes Empire auf reformierter Grundlage, einschließlich eines arabisch dominierten Gesamtpalästina, das war die Vorstellung, die die Briten in dieser Zeit dann hatten, noch einmal zu stabilisieren. Vom Krieg politisch und wirtschaftlich erschöpft, unter dem Druck der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen und des jüdischen Terrors gegen seine Herrschaft in Palästina, übergab das Vereinigte Königreich 1947 den Nahostkonflikt an die Vereinten Nationen und zog sich schließlich ganz aus Palästina zurück. Bei der entscheidenden Abstimmung in der Generalversammlung enthielt es sich. Wie sieht es mit den USA aus? Die USA waren, das ist aus heutiger Sicht durchaus erstaunlich, Sie würden es vielleicht gar nicht glauben, sie waren keineswegs durchgängig für einen jüdischen Staat. Viele Palästinenser würden sagen, das war natürlich, das war der amerikanische Imperialismus. Der hat uns diesen israelischen Staat aufs Auge gedrückt. Nein, so war es nicht. Die USA waren keineswegs durchgängig für einen jüdischen Staat. In der Truman-Administration gab es starken Widerstand dagegen. In erster Linie aus strategischen Überlegungen, wie gute Beziehungen zu den Arabern, Zugang zu ihrem Erdöl, aber auch mit Blick, das muss man auch erwähnen, auf politisch-kulturelle Grundlagen der USA wie das Selbstbestimmungsprinzip, das durch den Teilungsplan verletzt wurde. Präsident Truman hatte auch gesellschaftliche Faktoren zu berücksichtigen, natürlich wie die jüdische Wählerschaft in Schlüsselstaaten der Union, Florida, New York zum Beispiel, und breite, nicht immer uneigennützige Sympathien für das zionistische Anliegen. Nicht immer uneigennützig heißt, die Einwanderungsbeschränkungen in den USA wurden nicht aufgehoben. Ja? Viele Amerikaner haben die Juden auch lieber in Palästina gesehen als in den USA. Das war leider auch so. Selbstverständlich versuchten die zionistischen Organisationen in den USA Einfluss auf Truman zu nehmen. Der war von Hause aus weder besonders pro- noch besonders antizionistisch eingestellt, aber das Schicksal der europäischen Juden hat ihn natürlich beeindruckt. Und so war es am Ende wohl eine Mischung aus moralischen und pragmatischen innen- wie außenpolitischen Überlegungen, die ihn dann für die Teilung haben votieren lassen, und zwar gegen den Rat seiner Fachminister. Und jetzt kommt der spannendste Fall, nämlich die Sowjetunion. Angesichts der Ihnen allen noch vertrauten historischen Ost-West-Konstellation im Nahen Osten
mit den USA an der Seite Israels und der Sowjetunion als Patron des arabischen Nationalismus. Das haben wir alle erlebt in den Zeiten des Kalten Krieges. Ganz klare Konstellation. Angesichts dieser vertrauten historischen Konstellation ist die herausragende Bedeutung der UdSSR für die Entstehung des Staates Israel heute nur noch wenig bekannt. Die Sowjetunion hat sich zur Überraschung aller Beteiligten, führende jüdische Politiker haben von einem Wunder gesprochen, zur Überraschung aller Beteiligten hat sich die Sowjetunion in den Beratungen der UNO 1947 nicht nur entschieden zugunsten eines jüdischen Staates ausgesprochen, sie hat die Gründung Israels auch diplomatisch und indirekt sogar militärisch unterstützt. Ohne die Lieferungen leichter und schwerer Waffen aus der Tschechoslowakei, die noch vor der Machtübernahme der Kommunisten begannen und nach dem Prager Putsch von 1948 fortgesetzt wurden, hätten die Juden diesen Krieg möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlich nicht gewonnen. Nun hat die sowjetische Diplomatie in der UNO ausdrücklich auf den Holocaust als Legitimation für einen jüdischen Staat verwiesen. Ist das jetzt eine ehrliche Begründung gewesen oder war das auf die Tränendrüsen drücken? Also ich glaube, gegen diese Begründung spricht, dass sich die UdSSR dem Schicksal der Juden gegenüber ansonsten doch eher sehr opportunistisch verhalten und in ihrem eigenen Herrschaftsbereich eine häufig antizionistische, vielfach auch judenfeindliche Politik betrieben hat. 1949 bis 1953 kam es im ganzen Ostblock zu Schauprozessen mit eindeutig antisemitischer Stoßrichtung. Ich denke eher, das überragende Motiv, das habe ich mir nicht ausgedacht, das sagt die Literatur, die Fachliteratur, das überragende Motiv für die sowjetische Nahostpolitik in den ersten Nachkriegsjahren war ein realpolitisches. Die sowjetische Führung hoffte durch ein Zweckbündnis mit Israel die Zugriffsmöglichkeiten Großbritanniens und der USA auf Palästina einschränken zu können. Dadurch, dass der Yishuv, also die jüdische Gemeinschaft im vorstaatlichen Israel, dadurch, dass der Yishuv sich gegen die araberfreundliche Endphase der britischen Mandatspolitik wandte, auch mit Gewalt, dadurch war der Zionismus für die UdSSR von einem Instrument des britischen Imperialismus zu einem Instrument gegen den Imperialismus geworden. Für diese Interpretation spricht auch die weitere Entwicklung, denn das Klima zwischen Israel und der Sowjetunion hat sich sehr schnell verschlechtert im Zuge der Eskalation des Kalten Krieges und mit Waffenlieferungen an das nasseristische Ägypten und an Syrien vollzog die Sowjetunion dann schließlich Mitte der 50er Jahre endgültig wieder einen realpolitischen Schwenk und diesmal auf die arabische Seite. Das war mein erster Hauptteil. Jetzt komme ich zu der zweiten Seite, zu der anderen Seite. Zu dem Zusammenhang zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland, den Arabern und dem Nahostkonflikt. Die zweite These lautet, der zentrale Grund für den Nahostkonflikt sei immer schon der palästinensische bzw. der arabische Antisemitismus gewesen, gegen den sich die Juden von Anfang an hätten verteidigen müssen. Ohne den von den Nazis ermutigten und unterstützten arabischen Extremismus, so zum Beispiel der deutsche Historiker und Publizist Matthias Künzel, ohne diese Unterstützung wäre eine friedliche Regelung, also hätten sich die Nazis da nicht eingemischt, wäre eine friedliche Regelung des Konflikts zwischen den jüdischen Einwanderern und der ortsansässigen arabischen Mehrheit möglich gewesen. Zweifellos versuchte das nationalsozialistische Deutschland mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, vorher eigentlich nicht, erst mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, sich durch Propaganda und Kooperationsangebote den arabischen Nationalismus zunutze zu machen. Natürlich gegen England gerichtet. Adolf Hitler und Nazi-Deutschland stießen in Nordafrika und im vorderen Orient auf viel Sympathie. Das lag nicht nur an einer machtpolitischen konjunkturellen Interessenidentität als Folge arabischer Hoffnungen auf Unterstützung im Kampf um die Befreiung vom britischen und französischen Kolonialismus und gegen die zionistische Landnahme in Palästina. Also nicht nur eine zeitlich begrenzte Interessenidentität, sondern es lag zum Teil auch an einer ideologischen Kollaborationsbereitschaft mit der nationalsozialistischen Judenfeindschaft. Das trifft nicht nur, aber in besonderem Maße zu für Amin al-Hussein.
Als Mufti von Jerusalem war al-Husseini ein führender Repräsentant der islamischen Welt. Als Vorsitzender des obersten arabischen Komitees war er zugleich eine Art Sprecher der palästinensischen Araber. Amin al-Husseini war nicht nur arabischer Nationalist, sondern auch Antisemit. Er hat die Nähe zu den faschistischen Mächten aus realpolitischen und aus ideologischen Gründen gesucht. Dafür spricht auch, dass er auch nach der Kriegswende 1943, also als absehbar wurde, dass Nazi-Deutschland diesen Krieg wahrscheinlich doch nicht gewinnen würde, auch nach der Kriegswende blieb er ihr politischer Verbündeter. Er hat sich mit Heinrich Himmler gehabt, war an der Aufstellung muslimischer SS-Divisionen auf dem Balkan beteiligt, also an Divisionen, die auch in die Ermordung der jugoslawischen Juden involviert waren. Über al-Husseini hinaus spielte und spielt Judenhass im arabischen Nationalismus wie auch im politisierten islamischen Fundamentalismus eine nicht unerhebliche Rolle. Spätestens nach der Gründung Israels wurde der Antisemitismus zu einem Kampfmittel, zunächst des Pan-Arabismus. Neben der Mitwirkung deutscher Alt-Nazis, die in einigen ägyptischen Ministerien saßen, ehemals durchaus hochrangige SS-Leute, die haben dabei noch mitgewirkt bei der Formulierung dieses neuen panarabischen Antisemitismus. Neben der Mitwirkung deutscher Alt-Nazis war hierbei der vielfach antisemitisch gefärbte sowjetische Antizionismus noch ein wichtiger Einflussfaktor. In den 50er Jahren fanden zum ersten Mal Übersetzungen antisemitischer Dokumente wie der Protokolle der Weisen von Zion Massenverbreitung in der arabischen Welt. Seit Mitte der 80er Jahre liegt nun auch, oder vielleicht muss man sagen wieder, eine islamisierte antisemitische Programmatik vor. Wenn Sie sich die Satzung der Hamas anschauen, sollten Sie vielleicht mal machen. Dort werden die Juden als Nazis beschimpft. Gleichzeitig artikuliert der Text in kaum zu überbietender Radikalität bekannte antisemitische Klischees. Ähnlich radikal äußert sich die libanesische Hisbollah gegenüber Israel und den Juden. Die antisemitische Programmatik im Nahen und Mittleren Osten trägt typische Züge moderner antisemitischer Ideologie. Die Juden, beziehungsweise der von Juden dominierte amerikanische Weltherrschaftsapparat, gelten als Drahtzieher, die überall in der Geschichte die Kriegsfäden und die Revolutionsfäden in der Hand hielten, die auch die Schuld am Niedergang der islamischen Welt trügen. Und die Juden werden zum Sündenbock für die Modernisierung gemacht, zu den großen Zerstörern und Zersetzern der überlieferten, grandios idealisierten arabisch-islamischen Gemeinschaft und ihrer heiligen Werte. Das ist die eine Sache, die eine Seite. Inwieweit dieser inzwischen islamisierte Antisemitismus die Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern im 20. Jahrhundert von Anfang an geprägt haben soll, ist wieder eine andere Frage. Die Regionalforscher, die sich also mit den einzelnen Ländern dort in dem Gebiet beschäftigen, den einzelnen arabischen Ländern und mit dem Iran, die Regionalforschung dokumentiert, dass während der Mandatszeit, also von 1917 bis 1948, während dieser Mandatszeit gab es faschistische und antisemitische Tendenzen im arabischen Raum, selbstverständlich. Es gab sogar faschistische Tendenzen im Yishuv, zeitweise zumindest am rechten Rand, ja, waren aber sehr unterschiedlich ausgeprägt in den arabischen Ländern. In Syrien und Ägypten zweifellos präsent, aber nicht vorherrschend. Im Irak unübersehbar. Auch in Palästina waren die Grenzen zwischen antizionistischer und antijüdischer Agitation fließend. Aber eine durchgängige ideologische Nähe oder gar eine Identifikation der Eliten und der Bevölkerung mit der Programmatik Nazi-Deutschlands lässt sich, so wie ich die Literaturlage beurteile, nicht nachweisen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, eine wichtige Information. In einem Bericht des SD, SD war der Nachrichtendienst der Nazis, der Nazi-Deutschlands. In einem solchen Bericht aus dem Jahre 1937 heißt es, die arabische Bevölkerung bringe nicht das notwendige Verständnis für die nationalsozialistische Bewegung auf. Die Gegnerschaft gegen die Juden in Palästina beruhe nicht auf Rassenhass, sondern sei dort eine soziale Frage, die sich um den Besitz oder Nichtbesitz des Bodens drehe.
Eine Judenfrage im nationalsozialistischen Sinne bestehe in Palästina nicht. Für die Analyse und Bewertung der arabischen Politik in Palästina empfehlen sich auch vergleichende Überlegungen. Schließlich gab es im ganzen arabischen Raum unter britischer und französischer Herrschaft Widerstand. Und zwar längst bevor die Nazis an der Macht waren und ohne deren Unterstützung. Wie sich doch überhaupt weltgeschichtlich die Einheimischen regelmäßig nicht nur gegen Fremdherrschaft und Unterwerfung, sondern auch gegen Siedlungskolonialismus zur Wehr gesetzt haben. Und hier liegt doch in der Tat eine entscheidende Differenz. Der europäische Antisemitismus war und ist, soweit es ihn noch gibt, und leider gibt es ihn noch, der europäische Antisemitismus war und ist rein wahnhaft. In Europa waren die Juden als Gruppe für niemanden jemals eine Bedrohung. Vor allem ging von ihnen keine physische Gewalt aus. In Europa waren die Juden nur Opfer. Auch der arabisch-islamische Antisemitismus ist wahnhaft. Aber er war von Anfang an mit einem realen Konflikt verknüpft oder verknüpfbar, in dem beide Seiten Täter und Opfer sind. Für eine differenzierte Einschätzung des Verhältnisses zwischen Nazi-Deutschland und den Arabern spricht auch eine Betrachtung der arabischen Diplomatie gegenüber den Alliierten, die verschiedentlich durchaus Zustimmung zu einem hohen Anteil jüdischer Bürgerinnen und Bürger in einem arabischen Palästina mit gleichen Bürgerrechten, gelegentlich sogar zu Autonomierechten signalisiert hat. Man darf also nicht nur auf den Mufti schauen, wenn man sich die arabische Seite anguckt. Damit komme ich zu meinem letzten Kapitel, der Erweiterung der historischen Perspektive. Meine Damen und Herren, in jeder Debatte über die Ursprünge des Nahostkonflikts müssen auch grundlegende Voraussetzungen diskutiert werden, ohne die das zionistische Projekt gar nicht erst in Gang gekommen wäre. Und der Zionismus ist ja älter als die Nazizeit. An erster Stelle, was sind die entscheidenden Ursachen? An erster Stelle sind hier der europäische Nationalismus und Antisemitismus zu nennen, aber auch Kolonialismus und Imperialismus. Das Projekt einer systematischen jüdischen Besiedlung Palästinas mit dem Ziel einer Heimstätte und damit schließlich eines eigenen Nationalstaats als Antwort auf fast chronische Diskriminierung und Gewalt gegenüber den europäischen Juden, dieses Projekt ließ sich nur gegen Verheißungen von Selbstbestimmungen für die Araber, die es auch seit dem Ersten Weltkrieg gegeben hat, mit politischer, wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung von außen und letzten Endes am Ende durch gewaltsame Majorisierung realisieren. Einen binationalen Staat wollten, von Minderheiten abgesehen, weder Juden noch Araber. Einen jüdisch dominierten Staat, aber so viel war klar, würden die meisten Araber niemals freiwillig akzeptieren. Kein geringerer als Wladimir Jabotinsky, der Präsident der Revisionisten, die Revisionisten in etwa die Vorläufer des Likud, der hatte schon Mitte der 20er Jahre offen ausgesprochen, dass die Zielsetzungen der beiden Nationalbewegungen unvereinbar waren. Er setzte deshalb auf eine Politik der Stärke, die den Arabern keine Alternative lassen würde. Und die Mehrheit der Arbeiterzionisten um David Ben-Gurion hat diese Position zwar erst im Laufe der weiteren Konfliktgeschichte übernommen, aber auch Ben-Gurion war das zentrale Dilemma des zionistischen Projekts von Anfang an klar. Er sagte schon 1919, ich kenne keinen Araber, der damit einverstanden wäre, dass Palästina uns gehört. Dies ist eine nationale Frage. Wir wollen das Land für uns, die Araber wollen das Land für sich. Die Entscheidung der zionistischen Mehrheitsparteien in Palästina, vom praktischen zum politischen Zionismus überzugehen, das heißt gezielt auf die Staatsgründung hinzuarbeiten, fällt schon Ende der 30er Jahre, also vor dem Holocaust. Und diese Entscheidung war eher eine Reaktion auf den arabischen Aufstand und auf die araberfreundliche Wendung der britischen Politik mit dem Weißbuch von 1939. Der Zionismus ist eine Massenbewegung, der Zionismus ist eine Siedlungsbewegung, die kein eigenes Mutterland mehr hatte. Nach dem Basler Kongress 1897, habe ich das richtig? Ja, nach dem Basler Kongress
beschlossen die Wiener Rabbis, eine Delegation nach Palästina zu schicken, um die alte jüdische Heimat in Augenschein zu nehmen und Theodor Herzls Idee eines jüdischen Staates zu prüfen. Ergebnis dieser Fact-Finding-Mission war ein Kabel nach Wien, in dem es hieß, die Braut sei wunderschön, aber mit einem anderen Mann verheiratet. Das heißt, sie war vergeben. Das historische Mutterland der Juden musste also erst wiederhergestellt und neu angeeignet werden. Ohne den europäischen Imperialismus im Hintergrund hätte die Siedlungsbewegung in Palästina trotz ihrer unbezweifelbaren Pionierleistungen nicht die entscheidenden Voraussetzungen für die spätere Staatsgründung schaffen können. Bei einer wirksamen Mitbestimmung der Araber wäre das Unternehmen eines jüdischen Staates von Anfang an aussichtslos gewesen. Die Problematik war der westlichen Diplomatie im Prinzip durchaus bewusst. Die King-Crane-Kommission, die der amerikanische Präsident Woodrow Wilson einberufen hatte, schrieb in ihrem Bericht vom 28. August 1919, die Balfour-Erklärung sei bei genauer Auslegung mit der Zielsetzung der Zionisten in Palästina, einen jüdischen Staat zu gründen, nicht vereinbar. 9/10 der Gesamtbevölkerung Palästinas mit einer unbegrenzten jüdischen Einwanderung zu konfrontieren, bedeutet nicht nur eine massive Verletzung ihrer bürgerlichen und religiösen Rechte, die die Balfour-Erklärung ausdrücklich anerkenne, sondern auch der Prinzipien, die der amerikanische Präsident am 4. Juli verkündet habe. Und darin sehe ich gegenüber den Palästinensern die entscheidende historische Verantwortung des Westens insgesamt, hier im Sinne von Okzident, der seine Unfähigkeit zu einer friedlichen und dauerhaften Integration aller seiner jüdischen Mitbürger an den Süden, an den Orient, delegiert hat. Bei dieser Delegation wurde den Arabern die Mitwirkung verweigert, entgegen völkerrechtlichen Verpflichtungen und wiederholten politischen Zusagen, zuletzt von Präsident Roosevelt. Wie viele andere moderne Nationen auch, wurde Israel in Gewalt geboren, das ist nicht ungewöhnlich. Für die erfolgreiche Etablierung eines jüdischen Staates mussten die nationalen Ambitionen einer anderen Gruppe zurückstehen, mussten Hunderttausende dieser Gruppe ihre Heimat aufgeben. Aber in diesem dramatischen Prozess tragen auch viele andere Länder und Völker Verantwortung. Hätte Europa die Emanzipationsversprechen der Aufklärung eingelöst, dann wäre der Zionismus eine von mehreren Varianten des jüdischen Nationalismus geblieben und hätte sich die Assimilation weiter durchgesetzt. Ohne den europäischen Antisemitismus, die Pogrome im zaristischen Russland, die Anfeindungen gegenüber den Juden, vor allem in Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, hätte es die zionistischen Gründungsschriften nicht gegeben. Theodor Herzl, in Wien aufgewachsen. Luger war damals der Oberbürgermeister, Lueger, Oberbürgermeister von Wien, bei dem Hitler seinen Antisemitismus gelernt hat. Theodor Herzl in seinem Judenstaat in Berlin, Juden raus, war schon im Kaiserreich, gang und gäbe, und dann in Frankreich der berühmte Dreyfus-Prozess. Also ohne den europäischen Antisemitismus, ohne die Pogrome, ohne die im zaristischen Russland, ohne die Anfeindungen gegenüber den Juden, vor allem in Frankreich, Deutschland und Österreich, und hätte es die zionistischen Gründungsschriften wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ohne den Auswanderungsdruck seitens der polnischen Rechtsparteien in den 20er und 30er Jahren und dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg wäre die Einwanderung polnischer Juden in Palästina deutlich geringer ausgefallen. 40% der Einwanderer in den 30er Jahren waren Polen. Ohne Nazi-Deutschland und die Shoah hätten sich die amerikanischen Juden nicht nahezu einmütig hinter den Zionismus gestellt und ihn nach Kräften politisch und wirtschaftlich unterstützt, hätten führende Politiker der USA und große Teile der politisch relevanten Weltöffentlichkeit die Gründung Israels nicht als eine moralische Notwendigkeit angesehen. Wäre die Staatengemeinschaft in den 30er und 40er Jahren offener für die Einwanderung verfolgter und bedrohter Juden gewesen, wären gewiss viel weniger nach Palästina gegangen. 1938 gab es in Evian eine Konferenz zu dem Problem der jüdischen Flüchtlinge. Ein einziges Land hat sich bereit erklärt, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen, auch nur dann, wenn es großzügig dafür bezahlt wird. Wer war das? Die Dominikanische Republik. Es gäbe kein Israel ohne den britischen Imperialismus und ohne die Balfour-Erklärung,
ein Produkt des Ersten Weltkrieges und der europäischen Großmachtkonkurrenz. Und schließlich ist die arabische Seite zu erwähnen, die durch antijüdische Pogrome, durch die Kollaboration eines ihrer renommiertesten politischen und religiösen Repräsentanten mit dem Nationalsozialismus und durch den Auswanderungsdruck und die Vertreibung jüdischer Bürgerinnen und Bürger, mehrere hunderttausend, in der Folge des ersten israelisch-arabischen Krieges schon sehr früh nicht mehr für sich in Anspruch nehmen konnte, sich nur gegen die Verdrängung einer ihrer Nationen bzw. Nationalbewegungen verteidigt zu haben. Und damit komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Die habe ich eingeteilt in wissenschaftliche Ergebnisse und politische Schlussfolgerungen. Zunächst meine wissenschaftlichen Ergebnisse. Meine Analyse hat eine Reihe von Zusammenhängen zwischen NS-Zeit, Holocaust und Nahostkonflikt erbracht. Aber diese Zusammenhänge, das haben Sie ja gehört, sind keineswegs eindeutig. Die Einwanderung deutscher Juden nach Palästina, oder deutschsprachiger sollte ich vielleicht sagen, deutschsprachiger Juden nach Palästina aufgrund des Auswanderungs- und Verfolgungsdrucks des NS-Regimes in den 30er Jahren hat zu einer bedeutsamen Veränderung in der demografischen Relation zwischen Juden und Arabern in Palästina beigetragen. Aber sie war nur ein Faktor unter mehreren. Tatsächlich kam die große Mehrheit der Einwanderer auch in dieser Zeit nicht aus Deutschland oder Österreich. Zweitens, im ersten israelisch-arabischen Krieg haben Holocaust-Überlebende eine wichtige Rolle gespielt. Die sind oft gerade an Land gegangen, dann haben sie schon Waffe in die Hand gekriegt, kurzes Training an die Front. Im ersten israelisch-arabischen Krieg haben viele Verluste gehabt, haben Holocaust-Überlebende eine wichtige Rolle gespielt. Zu diesen Überlebenden gehörten auch viele Juden, die vor der deutschen Armee und dem Mordapparat der SS in die Sowjetunion geflohen waren, aber nicht mehr in ihre ursprüngliche Heimat in Osteuropa zurückkehren bzw. dort nicht mehr bleiben wollten oder konnten. Nicht nur wegen der Folgen der Nazi-Herrschaft, sondern auch aufgrund traditionellen Antisemitismus und wegen der Machtübernahme der Kommunisten. Ein ganz trauriges Kapitel. Rainer Steinweg hat darüber ja auch gearbeitet, über den Antisemitismus im Nachkriegspolen. Für den Entscheidungsprozess der UNO bei der Teilung Palästinas und damit für einen jüdischen Staat waren der Holocaust und die Lage der Überlebenden relevante Faktoren. Aber es gab eine Reihe anderer politischer Überlegungen, die dazu beigetragen haben. Von herausragender Bedeutung war das eher zufällige Zusammenwirken der beiden neuen Supermächte USA und UdSSR. Ich kann das gar nicht genug unterstreichen. Eine ganz eigenartige Konstruktion. Für ein Window, ein kleines Fenster, haben die beiden neuen Supermächte kooperiert. Und ausgerechnet in dieser Frage, was kaum jemand erwartet hatte. Und was ja dann auch nicht mehr der Fall war. Vielleicht heute wieder ansatzweise. Von herausragender Bedeutung war das eher zufällige Zusammenwirken der beiden neuen Supermächte UdSSR und USA. In den USA spielte die gesellschaftliche Befürwortung eines jüdischen Staates eine zentrale Rolle. Also fast alle Amerikaner waren für einen jüdischen Staat, wegen des Holocaust. Der Holocaust war ein wichtiger Grund für dieses Votum. Noch wichtiger aber war die überraschende Unterstützung der Sowjetunion für den Jeschuf, beziehungsweise für Israel in der Endphase des Mandats, beziehungsweise dann im sogenannten Unabhängigkeitskrieg. Das zentrale Motiv für diese sowjetische Unterstützung war eine kurzfristige realpolitische Übereinstimmung, Interessenübereinstimmung mit dem Zionismus. Den begünstigenden Faktoren steht gegenüber, dass der millionenfache Mord an den osteuropäischen Juden den Zionismus seiner größten Basis und Stütze beraubt hat. Für die Überlebenden haben Nazizeit und Holocaust freilich die existenzielle Bedeutung einer Heimstätte in Palästina dramatisch verstärkt. Zu den Schatten der Vergangenheit über dem Nahostkonflikt gehört auch die propagandistische Verbreitung der NS-Ideologie in arabisch und islamisch geprägten Ländern, auf arabischer Seite eine Affinität bei einigen führenden Persönlichkeiten und einem Teil der Bevölkerung zum Nationalsozialismus, die teilweise zu politischer Kollaboration und ansatzweise sogar zu militärischer Kooperation führte, aber wirklich nur ansatzweise. In dieser Verbindung sehe ich jedoch keine zentrale Ursache für die Eskalation des Konflikts zwischen Juden und Arabern.
Denn die Grundkonstellation des Nahostkonflikts ist älter als die Nazizeit. Sie ist älter als der Holocaust, älter als die partielle arabische Kollaboration. Der Nahostkonflikt begann als ein kolonialer Siedlungskonflikt besonderer Prägung, was er heute zum Teil noch ist. Sein Ursprung liegt im europäischen Nationalismus, im europäischen Antisemitismus, im europäischen Kolonialismus. Der Nahostkonflikt wurde auch und ist immer noch ein Konflikt zwischen konkurrierenden Nationalbewegungen mit ihren Staatsbildungsprojekten. Und in den letzten 30 Jahren hat sich eine weitere Konfliktdimension, die es immer schon gegeben hat, die aber jetzt deutlich stärker geworden ist, eine weitere Konfliktdimension hat sich über die stärker materiellen Faktoren gelegt, nämlich politisierter religiöser Fundamentalismus, der sich nicht nur auf der arabisch-islamischen Seite sehr unangenehm bemerkbar macht und den nationalen Territorialkonflikt ideologisch auflädt. Meine politischen Schlussfolgerungen: Wem an der Beachtung der Menschen- und Bürgerrechte auch der Palästinenser liegt, der braucht zur Begründung nicht auf die Nazizeit oder den Holocaust und eine sich daraus möglicherweise ergebende Erweiterung deutscher oder österreichischer Verantwortung für die Shoah, über die Shoah und die anderen NS-Verbrechen hinaus auch auf den Nahostkonflikt zu verweisen. Also ich denke, man sollte von dieser Erweiterung Abstand nehmen. Es ist, wenn man sich die Empirie anschaut, sehr viel komplizierter und ist auch politisch unklug. Denn in diesem Konflikt gehört der Holocaust zur Erfahrung der jüdischen und nur der jüdischen Seite. Und deshalb führt diese Erweiterung leicht auch zu Missverständnissen und Manipulationsverdacht. Wenn man mit historischer Verantwortung seriös argumentieren will, dann bleibt zunächst die singuläre Schuld für die Shoah festzuhalten. Die Nazizeit und der Holocaust werden in den Beziehungen zwischen Deutschland bzw. Österreich und Israel immer ein wichtiger Bezugspunkt bleiben. Damit verbindet sich ein verpflichtendes Erbe, entschieden gegen Rassismus, insbesondere Antisemitismus aufzutreten und freundschaftliche Beziehungen zu Israel zu pflegen, für die es im Übrigen viele andere gute Gründe gibt. Was man einem Freund auch mal gelegentlich sagt, hier, ich glaube, da irrst du massiv. Ich denke, das gehört auch dazu. Die Beziehungen zwischen der Nazizeit, dem Holocaust und dem Nahostkonflikt dagegen sind widersprüchlicher, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Und damit ist auch die Verteilung der historischen Verantwortung komplizierter, nicht so eindeutig wie bei der Shoah. Die Einbettung dieses Nahostkonflikts in die europäische Weltgeschichte und deren Siedlungskolonialismus, in diesem Fall durch eine selbst bedrängte und verfolgte Gruppe, verweist über die Delegation europäischer Probleme an die palästinensischen Araber auf eine zentrale Ursprungsverantwortung des europäischen Nationalismus, Antisemitismus und Imperialismus. Auch daraus kann man grundsätzlich Forderungen nach Formen der Wiedergutmachung ableiten. Hätten wir unsere Hausaufgaben in Europa gemacht, will ich damit sagen, wäre das Problem nicht entstanden. Diese Anforderungen nach Wiedergutmachung sind jedoch in Bezug zu setzen zur historischen, in dem Fall meine ich jetzt die arabische Seite, solche Anforderungen sind jedoch in Bezug zu setzen zur historischen arabisch-palästinensischen Mitverantwortung für den Konflikt. Das gilt zum einen für Auswanderungsdruck und Vertreibung jüdischer Bürgerinnen und Bürger aus arabischen oder anderen islamischen geprägten Ländern seit dem ersten israelisch-arabischen Krieg. Darüber reden die Araber nicht gerne. Ja, es war auch eine Form von Vertreibung, es war auch eine Form von Ausbeutung und es war eine Form von Aneignung jüdischen Besitzes. Also wenn man über Vertreibung redet, 1948, von Vertreibung der Araber aus Palästina, dann muss man auch die andere Seite erwähnen. Die Mitverantwortung der arabischen Seite gilt zum Zweiten für den Radikalismus des Mufti von Jerusalem und seine Kollaboration mit dem wahnhaft rassistischen und mörderischen Judenhass der Nazis. Nun kann man die arabische Seite nicht kollektiv für die Vergehen und Verbrechen ihres bedeutendsten Vertreters in Palästina der Mandatszeit haftbar machen. Das hat ja auch viele Araber gegeben, die auf der Seite der Franzosen oder der Engländer gekämpft haben. Auch das. Man kann sie nicht alle pauschal für ihn haftbar machen, aber man kann sie auch nicht pauschal entlasten. Schon gar nicht,
wenn sie keinen klaren Trennungsstrich zu seinen Sympathien für den Nationalsozialismus und seinem Antisemitismus ziehen, Herr Ahmadinejad. Davon abgesehen, erweist sich der mögliche Konflikt zwischen den verschiedenen historischen Verantwortungen Deutschlands und Österreichs allein und als Teil Europas als weniger dramatisch als erwartet. Denn die allgemeinen ethischen und die besonderen historischen Verpflichtungen sowohl gegenüber Israel als auch gegenüber den palästinensischen Arabern decken sich weitgehend mit den realpolitischen. Israels Existenz kann am besten durch einen historischen Kompromiss mit der im Gründungsakt unterlegenen Partei gesichert werden, der auch ihr eine entwicklungsfähige Staatlichkeit anbietet. Dazu braucht Israel nicht mehr, muss aber auch nicht weniger tun, als glaubwürdig die Bereitschaft zu signalisieren, seinen Anspruch auf die Westbank und Ostjerusalem aufzugeben, sich mit den Palästinensern über die Flüchtlingsfrage zu verständigen und das Embargo gegenüber Gaza zu beenden, für den Fall eines Arrangements, das die Sicherheit des Staates und seiner Bürger dauerhaft garantiert. Nun, was können Deutschland und Österreich machen? Deutschland und Österreich können für einen historischen Kompromiss in einer Form werben, die ausdrücklich ihre historische Verantwortung als Nachfolgestaaten des NS-Regimes, als Teil Europas und Teil des Westens aus unterschiedlichen Zusammenhängen, die ich ja skizziert habe, für das Leben und das Wohlergehen beider Seiten bejaht. Das heißt aber auch, zu Verhaltensweisen beider Seiten auf Distanz zu gehen, die diesem Kompromiss offensichtlich entgegenstehen. Israel findet kein Ende im Siedlungskolonialismus gegenüber den Palästinensern und den mit der Besatzung verbundenen Demütigungen und massiven Einschränkungen in den praktischen Lebensbedingungen. Teile der Palästinenser und anderer mit dem Nahostkonflikt verbundener arabischer oder islamischer Gruppierungen verweigern Israel weiterhin die Anerkennung, halten zumindest rhetorisch an der Befreiung ganz Palästinas und damit der Zerstörung Israels fest, und verleihen dieser Rhetorik von Zeit zu Zeit mit Attentaten oder Raketenbeschuss mörderischen Nachdruck. Anschläge und Angriffe, auf die Israel mal angemessen, mal heftig, viele würden sagen, manchmal auch unverhältnismäßig heftig reagiert. Zugleich sollten Deutschland und Österreich im Rahmen Europas alle Tendenzen und Bewegungen unterstützen, die dem Wechselspiel der Verweigerung einen Prozess der wechselseitigen Anerkennung entgegenstellen. Ungeachtet der historischen Erblast der Katastrophe von 1947 bis 1949 und der aktuellen Besatzungserfahrung bleibt den Palästinensern immer noch die Wahl zwischen dem selbstzerstörerischen Mythos vom bewaffneten Kampf, der zunehmend islamisiert und vom morbiden Todes- und Märtyrerkult der Selbstmordattentate begleitet wurde, und einer konsequent gewaltfreien Strategie des Widerstands. Es gibt Israelis, die sagen, das wäre die eigentliche Bedrohung, das wäre die eigentliche Herausforderung. Eine konsequent gewaltfreie Widerstandsstrategie der Palästinenser, so wie sie etwa Sari Nusseibeh fordert, einer der führenden palästinensischen Intellektuellen und einer der Köpfe der ersten Intifada, wohlgemerkt der ersten. Er ist ein entschiedener Gegner der zweiten Intifada. Auf der anderen Seite eignet sich der Verweis auf die traumatischen Erfahrungen der Shoah, auf die Terroranschläge auf Busse, Marktplätze und Cafés im israelischen Kernland und auf den Beschuss mit Granaten und Raketen keineswegs als Rechtfertigung für eine Fortsetzung des Siedlungsbaus und eine weitere Verdrängung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland und in Ostjerusalem. Israel hätte trotz alledem die Möglichkeit, sich grundsätzlich für ein Ende der Besatzung und einen Rückzug aus der Westbank zu entscheiden, sowie das Ami Ayalon, ehemaliger Geheimdienstchef und einer von Sari Nusseibehs politischen Weggefährten auf der israelischen Seite, vorschlägt. Und der erste Schritt auf diesem Weg, darauf hat mich Rainer Steinweg gebracht, das ist eigentlich das Naheliegendste, der erste Schritt auf diesem Weg sollte sein, dass der israelische Staat in den besetzten Gebieten endlich für rechtsstaatliche Verhältnisse sorgt. Ich danke Ihnen.